Der neue Zeppelin von Bowers & Wilkins ist gelandet. Das ikonische Design erinnert an die Vorgänger. Die Funktionen und die Klangqualität hat der britische Hersteller aber nochmals stark weiterentwickelt. Die Musik kann direkt vom Handy oder Tablet via AirPlay 2 oder aptX Adaptive Bluetooth übertragen werden. Oder man steuert mit der Bowers & Wilkins Music App wie ein Heimnetzwerk einen gängigen Musikdienst wie beispielsweise Tidal an, um die Musik mit Hi-Res Audio zu streamen. Auch eine Alexa-Sprachsteuerung und die nötigen Mikrofone sind jetzt direkt eingebaut. Ich bin der neue Zeppelin. Wie du hörst, habe ich Alexa eingebaut. Gefalle ich dir? Und weißt du, was das Beste ist? Ich klinge dank meiner Form und meinen Treibern unglaublich gut. Fast so gut, wie ich aussehe. Haha. Okay, ich gebe zu, lachen kann ich noch nicht, aber ich übe fleißig. Nun habe ich genug gequatscht. Lass uns doch etwas Musik hören. Am Gerät selber kann man zum Beispiel die Lautstärke einstellen oder die Wiedergabe pausieren. Dank dem Design und einem integrierten LED-Licht wirkt der Zeppelin fast so, als würde er schweben. Die 5 Lautsprecher im Inneren mit maximal 240 Watt Ausgangsleistung sorgen für ordentlich Power und zum Einsatz kommen feinste Schallwandler aus dem B&W-Portfolio. Die Klangfülle ist beeindruckend und es tönt verfärbungsfrei und klar. Und man kann den Lautsprecher auch ohne Einbussen frei im Raum oder auch etwas tiefer unten, zum Beispiel auf einem Lowboard platzieren. Insgesamt ist es beeindruckend, wie viel Sound aus so einem kleinen Wireless-Lautsprecher kommt und das erst noch in dieser Klangqualität. Und dank dem edlen Design macht der Zeppelin daheim eine super Figur. Erhältlich sind die Farben Midnight Grey und Pearl Grey und der Preis liegt bei 875 Franken.